Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Sons of the Forest. In der letzten Folge haben wir hier genau da, wo die Totenschädel sind, da liegen sie mal auf die Eichhörnchen, diesen Elektroschlagstock gefunden. Und Kelvin ist auch eingetroffen. Sehr schön, freut mich. Ja, und wir haben hier so überlegt, da ist die nächste Höhle, wo wir gleich reingehen werden, dass wir hier unsere Base aufbauen werden, weil die Begründung ist relativ einfach. Man hat hier eine Wasserquelle. Okay, jetzt sieht das nicht mehr so mittig aus, ne? Da sieht unser Haus schon wieder mittiger aus. Aber ich finde es hier idyllisch. Ich würde hier gerne unser Lager hinstellen. Ich glaube, es ist eine Perspektive, wie man sich quasi gerade die Karte so anguckt. Gut, ich würde sagen, ohne große Umschweife. Wir hatten in der letzten Folge schon wieder Umschweife. Probieren wir den Schlagstock aus. Ja. Du hast Bambi hauen, nicht das Holz. Okay, wartet. Okay. Da kriegen wir Blätter. Das ist natürlich auch nice. Eigentlich wollte ich den Schlagstock mal am Bambi ausprobieren, ob der elektrifiziert wird. Ah, gedrückt halten. Ich würde es ja mal an, ne, ausprobieren, aber schwierig. Aber du kannst mal trotzdem, auch wenn wir bauen das noch ordentlich, du kannst jetzt mal ganz schnell baue Feuer. Nein, 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 nein. Gab es? Hey, nee, 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 nee. Hör mal hier. Folge, hohle Stöcke. Baut er jetzt kein Zuhause mehr? Ich will nicht wissen, was das. Okay, er baut nur noch Feuer. Nein, das wollte ich nicht. Entschuldige, warte, warte bitte ab. Aber du kannst mal derweil was anderes machen. Warte, 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 warte. Nein, das will ich nicht. Nein, ich möchte hier. Hole Stöcke und fallen lassen. Das hieße, wenn ich wähle, mir geben, folgt er mir und gibt sie mir. Oder schmeißt sie mir dahin, wo ich gerade aktuell bin. Also müsste er sein. Hol Stöcke und folge mir. Fallen lassen müsste quasi da sein, wo wir jetzt gerade sind. Wir probieren es aus, komm. Und wir gehen dabei in die Höhle. Wir können den Schlag. Oh, Hallöchen. So, jetzt könnte man rein theoretisch in der Ruhe die Axt wählen. Und dann schön massakrieren. Ah, verstanden. Okay, da ist wieder der Nächste gewesen. Kann ich? Wartet. Was ist, wenn ich jetzt das auswähle? Das ist okay. Axt und Elektroschocker ist eine gute Wahl. Oh Gott, des Himmels Willen. Ich glaube, ich habe ihn auch noch mit geschockt. Kelvin geschockt, so rum. Okay, der Kopf. Siehst du, wie die angesprungen kommen, ne? Alter Fall, also der war schlimmer. Ja, herzlich willkommen im nächsten Lager, ne? Hatten wir das nicht schon in der letzten Folge? Au! Das klang jetzt nicht gesund, ne? Okay. Dann ganz schnell, zack. Ja, hab ich doch. Ich hab meinen Rucksack doch zurückgeholt. Soll ich Schmerztabletten nehmen? Hat der hier eigentlich Blockschaden? Das ist gut. Okay. Ah.
Den reißen wir wieder alles ein, das kann ich euch versprechen. Dies ist schon eklig, ne? Aber hier gibt es nicht wirklich was irgendwas zu entdecken, großartig, oder? Sieht nicht so aus. Gut. Dann die Frage, wo sind wir denn gelandet? Hier ist eine Höhle. Ist das die Höhle, wo wir hin wollten? Das sieht so aus. Und dann heißt es wieder, ich ziehe die Folgen so lang, ne? Bis mal was passiert. Ja, da müsstest du dauerhaft an so einem Bambi dranbleiben, um den zu schocken. Und dann ist die Frage, ob die auch so geschockt sind wie die Kannibalen, wenn es erwischt. Ich glaube, mit dem Elektroschocker auf Rehjagd gehen ist, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Da unten müssen wir hin. Ja, kriegst du immer noch hier. Guck mal, Kelvin ist immer noch beschäftigt. Was macht Kelvin mit den ganzen Stöcken? Oh, wie nice, Regen. Und vorher noch ein Donner. Schmeiß sie hin, okay. So, los geht's. Abmarsch rein hier. Bevor das wieder nichts wird hier. Ich bin gespannt, was uns hier drin erwartet. Wir müssen noch gleich die Taschenlampe auspacken. Okay, wieder Knochen, ne? Okay, Fleisch. Fleisch. Stoff. Ist doch eine trockene Höhle oder überall nur mit Wasser? Ich hätte vielleicht vorher speichern sollen, oder? Kann man. In der Höhle müsste man da rein theoretisch auch speichern können, oder? Muss ich hier runter? Okay, da lauert schon irgendwas. Das habe ich auch gerade gehört, oder? Ich will eigentlich nur was zum Speichern aufbauen. Wieder kaputt. Wenn dann richtig, ne? Dass man das so alles wieder einsammeln kann. Genau. So. Jetzt halt die Frage, wie viele sind's? Da rennt einer rum. Wir sind zwei Mutanten. Aber ich glaube, die brauchen wir noch nicht einmal mit dem Elektroschocker. Da reicht die Axt, glaube ich.
Scheiße. So war das einfach wieder klar. Geklärt. Ho, 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 ho. So. Aber da war noch irgendjemand. Ich höre auf jeden Fall irgendwas. Flintmunition? Findet man jetzt hier die... Gut, Munition im Überfluss, das heißt, das kann man nehmen. Und dann können wir das einstecken. Okay, einen Arm, der ein Kreuz in der Hand hält. Okay. Creepy, aber okay. Hier ist nichts weiter. Okay, da kam wieder einer. Wir können natürlich mal ausprobieren, ne? Mutanten, wie die darauf reagieren. Okay, das ist mir gerade echt zu viel hier, ne? Okay, die ist dahin. Also die reagieren genauso geschockt. Ich dringe jetzt eine Schmerztablette ein. Ne? So. Auch wenn es eklig aussieht, anziehen. Sehr gut. So. Und da sind wir gekommen, ne? Dann geht's hier weiter. Da läuft auf jeden Fall noch einer. So ein Elektroschocker im Wasser? Schwierig. Okay, bin hier sind wir gekommen, bis da hinten warmer. Da geht's weiter, das ist die nächste Lichtquelle. Was kommt noch? Was? Okay, liegt noch einer. Foto Friends. This is what we are looking for. Metall oder was? Oder so Erze halt. Okay.
Okay. Das ist noch was? Red Lamps Storage. Liegt noch einer. Ach, das hier. Okay, das sind irgendwelche Metalle, ne? Erze. Du hast jetzt nichts für uns, ne? Nicht, dass wir hier irgendwas übersehen. Hier sind auch noch Akkuschrauber. Man hat Angst, glatt irgendwas zu übersehen, ne? Okay, hier ist aber nichts weiter. Müssen wir doch nochmal das... Gut, hier ist gerade mal Ruhe. Wo ist denn dieses da? Okay. Kann ich damit irgendwas machen? Die Kannibalen oder Mutanten zurückhalten. Das ist die nächste Lichtquelle. Was ist das denn für ein Geräusch? Was ist das denn? Kann ich... Versuchst du da durchzukommen, Digga? Ist das hier eventuell von der Forest der Dicke? Das hat sich auch ganz schön verändert. So, hier hast du noch einen Mitarbeiter. Also, nee, der hat nicht solche Geräusche gemacht. Ich glaube, es ist auch ein neuer Mutant. Das ist schon eklig, ne? Ich glaube, der kommt nicht durch. Zeitbombe? Ach, soll ich den in die Luft sprengen? Was ist mit dem hier los? Der betet oder was? Weiche von mir, Satan! Klappt nicht. So, warum haben wir jetzt Zeitbombe gekriegt? Weil wir das in die Luft sprengen müssen. Lass mich raten. Yam, yam. Wir haben Fieb mir im Ohr. Ich glaube, das ist nur so eine Blockade anscheinend. Boah. Was war das für ein Sound? Okay, der Mutant ist quasi nur so eine Blockade in den nächsten Abteil einer Höhle. Und es war trotzdem sehr eklig. Boah. Ja, ist schon geil gemacht. Haben sich echt was einfallen lassen, ne? Hinten ist die nächste Lichtquelle. Batterie geht langsam wieder zu Neuge. Da steht einer, da steht einer. Hier kriegt einer, da kriegt einer. Schnell genug sind. Das war jetzt nicht elektrifizierend. Haben wir keine Batterien mehr? Das ist schlecht. Oh, wir haben keine Batterien mehr, ne? Ja, schlecht. Das ist gerade jetzt, dass unser Elektroschocker leer ist. Es ist klar, dass du das versuchst. Wir müssen auf die Axt wechseln. Ich hänge hier fest.
schnell das Feuerzeug wechseln. Also brauchen wir als nächstes Batterien. Okay, ja. Hallo. Ihr kriegt alle euer Fett weg. So, wie viele waren das jetzt? 3 auf 1? Das waren die zwei, die wir als erstes ausgeschaltet haben, ne? Ich glaube, dann waren es 3 auf einmal. 1, 2, 3. Das anderes, ne? So, komm, anziehen. Bringt natürlich einen Elektroschocker ohne Batterien, bringt natürlich nichts, das ist klar. Ich finde, da geht so die Atmosphäre flöten, ne? Wie sind denn hier drin, sag mal? So, Rüstung haben wir einmal mit Mutantenhaut voll. Das ist, glaube ich, jetzt das zweite Stück, was wir auf Reserve haben. Ich höre schon wieder irgendwas. Das klingt nicht so gut. Wir können leider nicht in die Ferne gucken. Workers are having a lot of trouble getting anywhere inside. There's caves in complete darkness. We need more lighting in there. It's a safety hazard. Leider block Christmas tree, Hank. Hier ist eine E-Mail. Jetzt haben wir nicht geguckt an wen, aber okay. Schauen wir mal. Oh. Na, den kennen wir ja. Den kennen wir ja, der zu Genüge. Wasser zum Löschen. Okay. Holy shit. So, ich würde die Axt gerne wieder nehmen. Also zu nah darfst du dem hier nicht kommen, dem Mutanten. Ratzfatz frisst er dein Leben runter. Mehl. Boah, dadurch, dass wir bloß das Feuerzeug haben, läuft man so große Gefahr, irgendwas zu übersehen. Geräusche, ne? Die machen einen fertig. So, hier war nichts weiter. Da hängt noch einer. Tja, die haben wahrscheinlich versucht, dieses Edelmetall hier rauszubekommen.
und haben es dann mit den Mutanten zu tun bekommen. Weil in Höhen habe ich bis jetzt nur Mutanten erlebt. Keinen einzigen Kannibalen. In The Force waren es ja immer auch Kannibalen. Hauptsächlich Kannibalen. Musstest du immer ein extra Feuer machen. Um die Knochen zu kriegen, weil sonst wäre es ja Verschwendung gewesen. Mussten wir bis jetzt hier nicht einmal machen, ne? Das sind alles Mutanten. Und in The Force waren das immer Piñatas, ne? Mahlzeit. Du, ich hab einen Termin, es tut mir sehr leid. Und jetzt kommt da an die Rand. Oder? Ja, er kommt dann gerannt. Was ist, wenn ich den Taser benutze? Okay, Taser dient. Aber nicht lange. Nicht so lange wie. Okay, das erledigt. Gut. Lähmt ihn für einen kurzen Moment. Aber nicht so lange wie die anderen. Da war unsere Mutantenrüstung ordentlich runtergehauen, der. Ei. So, hier waren wir jetzt. Weiter geht's. Ich mag diesen Mutanten jetzt schon nicht. Nur fürs Protokoll. Okay. Also diese komischen Skizzen gibt's immer wieder. Ja, früher ist aus euch was rausgefallen, jetzt nicht mehr, ne? Da war einige Mitarbeiter hier unten. Nichts. Ich höre ständig irgendein Geräusch. Keine Ahnung, was das sein soll. Okay, Babys. Ekelhaft. Wo kommen denn die ganzen Babys her? Versteckt sich hier drin. Das ist mies. Ah, da kommt's raus. So. Da. War der letzte Zuckung los. Alles gut. So, wir brauchen was zu trinken. Das Ganze schnell. Komm.
Falls so gemein ist, könnte jemand was der gehängt haben, ja? Oder am Boden auch, ne? Okay. Der war auch sauber, ne? Wir probieren mal so eine Flare aus, ja. Dass man die vielleicht mal wirft vorher, ist ungezündet einfach mal zurückgeschickt. So, ich habe ein bisschen Platz noch. So. Gut, hier ist ein bisschen dunkel wieder. Ich will es gar nicht wissen. Ich will es gar nicht wissen, was das ist. Ich bin so angespannt, ne? Das glaubt man gar nicht. Das ist, ach, das ist nicht normal, Leute. Das ist nicht normal. So, da ich jetzt nicht weiß, was hier noch kommt und ich auf Nummer sicher gehen möchte, hau ich mir jetzt hier erstmal eine Plane hin. Ja. Das dauert immer so einen Moment, bis er irgendwas macht. Dann können wir nämlich hier einmal die Axt noch schnell auswählen. Sehr schön. Und dann können wir das wenig wieder einsammeln. Machen wir maximal einen Stick Verlust, ne? Hier sind wieder diese Metalle. Kriegt man sowas raus, sehr schön. Warum ist das hier so beleuchtet halt, ne? Klar, dass es nicht ganz so dunkel ist, aber... Fledermäuse, lasst es. Ich sag's euch. Da einer. Na, natürlich musst du so kommen. Na klar. Ich laufe rückwärts hier. Holy shit. Okay. Spannt euch, ey. So, erledigt. Okay.
Boah, das ist, wenn man nicht sieht, ne, so richtig, das ist so gruselig. Sind die eigentlich blind? Reagieren die nur auf Licht? Sind auf jeden Fall noch zwei. Okay, es war kurz dunkel, dann standen sie einfach nur da, ne? So, wir gucken gleich mal wegen der Mutantenhaut. Lass mal abchecken, dass hier keiner gleich direkt in der Nähe ist. Und wieder so einer, ne? Wo ist denn der aus der Mitte? Bist du das? Nee, du bist es nicht. Wir hatten doch einen in der Mitte erledigt. Jedenfalls wieder so ein ekliger Darm. Da läuft er. Er brennt. Und er windet sich sehr gut. Mehr wollte man gar nicht. Ey, wie angespannt man ist, ne? Man versucht natürlich, ohne großen Schaden da rauszukommen. Gut, jetzt haben wir natürlich einen Haufen Mollis verbraucht, aber okay, ist halt so. Dann geht das halt so, mein... Was war denn? Wo geht's hin, Leute? Okay, jetzt sind auch wieder... Hat keiner von euch eine Batterie einstecken? Das ist schon traurig. Ich hoffe, dieser ganze Aufwand lohnt sich, ne? Scheint es wieder Babys zu geben.
zünden wir das Ganze mal an. Happy Birthday. Wie schnell die sind, ne? Schön creepy. Baby. Gut, Kopfhorn, hier gibt es auch jetzt nichts weiter, ne? Es leuchtet zwar das an. Das kann man nicht zerstören, ne? Ja. Macht zwar Geräusche, aber mehr auch nicht. Das sieht aus wie Richtung Ausgang, oder? Okay. Eine Gabelung. Lecker. Okay, Babys. Dicht. Wo ist noch eins? Da. Diese Schreie, ne? Ach, das soll das Essen. Okay, weiter geht's. Ist das was zum Wegspringen? Aber hier endet es ja plötzlich. Wir probieren es aus, komm. Ach nee, einfach durchschleppen. Ja, wir sind noch in der Findungsphase, ne? Geht's hier auch noch hoch? Willst du mich verarschen? Wie groß ist denn die Höhle, bitte? Okay, gut, endet hier aber. Oh, hier liegt noch jemand. Gar nicht gesehen. Gut. Holy shit.
Und sieht er bewies? Gut getimed. Da rudert sich noch ein Baby ein ab. Wie ist es denn? Ich sehe es nicht. Da oben. Mann. Die ganze Zeit klappt das. Jetzt. Timing ist alles, ich sag's immer wieder. Nicht schon wieder. Und Baby, na klar. Ich bin irgendwo fest, dankeschön dafür. Na komm schon. Erledigt. Okay, wir backen einmal durch die Wand. Ich hör's, ich seh's was da hinten. Dort hat gesessen. Oh. Seilgewehr. Ja, nice. Ah, und jetzt können wir die Seilrutsche benutzen. Sehr gut. Nice. Was bist denn du? Alter, verzieh dich. Lass mich in Ruhe. Alter, Falter.
Alter, was seid ihr denn für Viecher? Ihr seid tot. No fucking chance.